Hallo, ich bin Nasla von Pop-Up Smart. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Lightbox, Vollbild und Floating Bar Pop-Ups erstellen. Bin gerade auf meinem Pop-Up Smart Konto nur eine meiner Pop-Up Kampagnen bearbeiten. Auf der linken Seite sehen Sie den Abschnitt Playbook. Hier sind alle fertigen Vorlagen und unter den Geschäftszielen sehen Sie Pop-Ups. Zuerst haben wir Light Pop-Up. Ein leichtes Pop-up bedeckt nur einen Teil des Bildschirms. Ihr Webinhalt bleibt sichtbar hinter dem Pop-up. Dann haben wir das Vollbild-Pop-up neben dem Light-Pop-up. Vollbild-Pop-ups bedecken den gesamten Bildschirm, sodass keine Ihrer Website-Inhalte dahinter sichtbar sind. Sie sind für die Besucher kaum zu übersehen. Dann haben wir die schwebenden Pop-up-Leisten. Sie bedecken nur einen kleinen Teil des Bildschirms. Sie können sie über oder unter Ihrer Website platzieren oder in der Mitte. Es liegt an dir. Lassen Sie uns dieses hier zum Beispiel auswählen. Wie Sie sehen können, ist die Website zurück, da die Ladeleiste hier oben angezeigt wird. Lassen Sie uns stilvoll weitermachen. Wie bereits erwähnt, können Sie seine Platzierungen einfach ändern. Und wenn Sie auch Lightbox-Pop-Ups überprüfen, schauen wir uns dieses hier zum Beispiel an. Obwohl es nur einen Teil des Bildschirms abdeckt, wieder aus dem Style-Bereich, wenn Sie zum Body-Stil gehen und einfach das Website-Overlay umschalten und mit seiner Dichte, können Sie einfach die Deckkraft arrangieren, wie Sie sehen können. Machen Sie den Inhalt sichtbar oder gestalten Sie ihn dunkel oder in einer anderen Farbe. Ja, das war es. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte. Ich werde Sie das nächste Mal sehen.